Ich habe einen guten Bekannten in Berlin, den Stürzebecher. Sagt euch der was? Ja, den Sebastian? Ja. Da macht es auch immer Spaß zuzuschauen, wenn der spielt. Viel Beigefühl, ne? Bitte? Viel Beigefühl. Ja, ja. Und halt nicht so das 0815, immer eine Überraschung. Mal hinten, mal vorne. Den habe ich unter Einsatz meines Lebens bei der Deutschen gefilmt, weil ich hatte einen eigenen Ordner vom DDB, der an meiner Seite war, um zu verhindern, dass ich filme. Weil die Rechte verkauft hatten. Der war sehr übereifrig. Am Schluss durfte ich nicht mal mehr fotografieren. Am Autogrammstand hat er mir dann die Hand vor die Linse gehalten. Das ist aber doch ein toller Schnappschuss geworden. Seine Hand und durch die Finger durch Timo Boll. War was anderes. Dafür kamen genau 160 Sekunden im Fernsehen. Da ist ja der Manfred Niesmann. Auch ein ganz großer. Der Spieler, der Jörg Roskopf in seinem ersten Bundesligaspiel geschlagen hat. Da hat der Vereinsmanager gleich gemeint, ob man da einen Fehleinkauf getätigt hat. Aber ich würde es verändern, dass der andere hat wirklich gesehen, aber der andere Probleme gekriegt.